Ja, hallo, hier ist wieder die Bärbelborn und ich zeige euch heute so ein ganz schnelles, kurzes Video mit zwei Dingen, die ich euch gerne zeigen möchte, die ganz einfach sind und leicht zu erklären, aber wo viele immer noch Schwierigkeiten mit haben, nämlich mit der Hand zu schreiben. So lächerlich das jetzt klingt. Ich wurde in meiner Zeit als aktiver Stempler. Ich bin ja immer noch aktiv, aber ich hatte ja mal einen Laden und wir haben da Musterkarten gemacht und da habe ich oft mit der Hand drauf geschrieben. Und die drei Stempel, die ich euch hier zeige, die sind danach entstanden, weil ich immer mit der Hand mit Stiften auf die Karten geschrieben habe, wurde ich immer wieder gefragt, wo ist denn dieser tolle Stempel her? Dabei war das meine eigene Handschrift. Und mir ist aufgefallen, dass ich diese Handschrift mir angeeignet habe, nachdem meine Kinder in die erste Klasse gegangen sind. Und zwar haben die da mit einer Schrift schreiben gelernt. Da konnte ich mich als Erwachsener gar nicht mehr daran erinnern, dass wir die in der Schule hatten. Diese vereinfachte Ausgangsschrift, die zeige ich euch hier gerade. So ein bisschen das G geht in den Keller. Ich weiß nicht, wer Kinder hat, ja, der muss mit denen öfter schon mal üben. So ein F, das geht ins Dach hinein. Und die anderen Buchstaben, die bewegen sich in der Mitte. Und es werden immer sehr runde, weiche Buchstaben geschrieben. Und als Erwachsener kann man dabei immer so ein bisschen mit dem Keller und mit dem Dach spielen, okay? Also was nach oben rausgeht, das kann man ein bisschen weiter nach oben ziehen. Wir sind ja nicht an diese Linien der Kinder gebunden. Und nach unten kann man immer so ein bisschen so einen Schlenker nach unten machen. Jetzt zeige ich euch mal so ein D, wie die Kinder das lernen. Oder ob das so geht, weiß ich jetzt gar nicht genau. Und ich mache jetzt, ne, mal so ein bisschen so einen Schlenker nach außen. Und schon habt ihr so eine ähnliche Schrift wie auf diesen Stempeln. Auf den Stempeln seht ihr auch da zusätzlich noch so eine Art Kalligrafie-Schrift mit einer Bandzugfeder. Die kann man mit einer richtigen Tuschefeder machen oder mit solchen Embossing-Stiften. Und zwar haben alle diese Embossing-Stifte, die ich jetzt hier von meiner Stempelfreundin habe, eine schmale und eine breite Spitze. Ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen in die Kamera zu halten. Links ist diese Bandzugfederspitze, diese breite Spitze, beziehungsweise die ist in einer Richtung schmal und in der anderen Richtung breit. Und hier rechts ist diese normale Spitze, die ist wie bei einem Filzstift, nur dass sie halt mit Embossing-Flüssigkeit getränkt ist. Und der Vorteil ist, das seht ihr jetzt, wenn ich damit dieses D nochmal schreibe, dann sieht das schon aus wie kalligrafiert, ne? Weil der Buchstabe schmal und breit wird, je nachdem, in welcher Richtung man die Feder führt. So, darüber bräuchte ich jetzt eigentlich nur noch Embossingpulver schütten und hätte schon meinen kalligrafierten Goldprägedruck. Und das mache ich gleich mit gekauften Karten. Deshalb gekauften Karten, um euch zu zeigen, dass man mit ganz, ganz, ganz einfachen, schnellen Mitteln auch Karten, individuelle Karten herstellen kann. Jetzt habe ich hier so für Weihnachten so ein paar UNICEF-Karten, auch noch für einen guten Zweck, ne? Ja, gekauft, wo freie Flächen sind. Hier oben über dem Geweih und über dem Hirsch oder hier zum Beispiel über dieser Eule. Da sind noch freie Flächen. Achtet darauf, wenn ihr fertige Karten kauft, dass ihr irgendwo noch freie Flächen habt. Viele Karten, die man kaufen kann zu allen Gelegenheiten, sind schon bis in alle Ecken hinein zugeballert. Aber ich brauche ja noch ein bisschen freie Fläche, damit ich dann meine eigene Schrift da reinsetzen kann. Jetzt hier zum Beispiel mache ich so eine Weihnachtskarte draus in diese Lücken. Ja, da gehe ich jetzt mit dem Kalligrafiestift rein und dann einfach, wie ich das euch in verschiedenen Embossing-Videos gezeigt habe, mit dem Embossing-Pulver da einfach drüber. Das verteilen auf ein Schmierblatt unten drunter, abschütten, das kommt gleich wieder zurück ins Döschen. Ja, und mit dem Embossing-Gerät oder irgendeiner Hitzequelle erhitzen. Was ihr hier gleich sehen werdet, einmal, dass natürlich das Pulver schmilzt und ich dann diesen Goldprägeeffekt habe. Aber ihr seht auch, jetzt kommt schon rechts diese Ecke von der Karte hoch. Das ist einfach Papier, was man erhitzt, verformt sich durch den Feuchtigkeitsentzug. Meine Freundin Annegret, die hält das dann gnadenlos über den Kochtopf und behauptet, dass es dann wieder glatt wird, das Papier. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber mein Trick ist halt, was ich dann auch empfehlen kann, klar. Probiert das bitte mal aus. Ich habe es in 12 Jahren nicht hingekriegt, das mal zu testen mit dem Kochtopf. Was ich immer mache, einmal von der einen Seite natürlich das Schmelzen, ja, und dann von der anderen Seite, das hilft auch schon immer etwas, das Papier auch nochmal erhitzen. Dann seht ihr auch gleich schon, wie sich das schon wieder so ein bisschen legt, ja, so ein bisschen gerade biegt. Das entspannt das Papier quasi, sage ich jetzt mal. Und dann lasst ihr das jetzt so 10 Sekunden abkühlen. In der Zeit kann man dann das Pulver wieder ins Döschen zurückschütten. Müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, das ist jetzt leider nicht zu sehen, das Döschen. Und in diesen 10 Sekunden wird das Pulver fest, man kann das anfassen und jetzt bitte zwischen dicke Bücher legen.
Das mache ich immer so. Also wenn ich Papier wieder glätten will, jetzt ist das Papier noch warm und jetzt sofort zwischen dicke Bücher. Jetzt nicht eine Stunde liegen lassen, dann hilft das mit dem Buch auch nichts mehr. Ja, wenn es noch warm ist zwischen Bücher. Und jetzt hier seht ihr schon, ne, diesen schönen Goldprägeeffekt. Und den kann man ganz einfach selber machen. Also ihr müsst jetzt, klar, man stempelt natürlich als Stempler gern selber schöne Karten. Aber man muss auf den letzten Drücker sich nicht stressen. Man kann auch hübsche fertige Karten kaufen, so wie in dem Fall, ne? Wie ich sagte, eben schon für den guten Zweck. Und was ich immer ganz, ganz, ganz wichtig finde, schreibt was mit dem Gold, mit der Goldprägeschrift Individuelles, was man nicht kaufen kann, wie zum Beispiel den Namen des Empfängers. Erstens mal individualisiert das eine Karte unglaublich, ja, und das zweite, viele Empfänger, die sowas kriegen, die glauben gar nicht, dass man das selber gemacht hat, weil dieser Goldprägedruck so fertig gekauft aussieht, ja, der sieht einfach so gut aus, ne, ihr seid gut, wenn ihr stempelt und das macht. Und wenn ihr jetzt eine individuelle Schrift in die Karte reinbringt, dann weiß der Empfänger, das könnt ihr nur, also, ne, in der Druckerei, den Namen glaube ich nicht, das könnt ihr nicht gekauft haben, das muss selbst gemacht sein und das bringt immer so den letzten Kick noch rein in die Karte. Und jetzt habe ich hier in dem Fall auch nochmal ein anderes Pulver benutzt, ein Effektpulver, ein rotes Goldpulver, Glitzerpulver, und ja, es ist schwierig in der Kamera, ich sehe mal alles auf dem Kopf und kann das hinterher erst umdrehen, ja. Ich zeige gleich nochmal ein Foto, da sieht man diesen gold-rot-goldenen Glitzer nochmal besser. Und so ganz zufällig habe ich auch meine Nägel gerade in Rot und Gold lackiert. Aber das ist jetzt wirklich ein dummer Zufall gewesen. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt was gelernt, wie man schön schreiben kann und wie man das auf Edel macht und ganz schnell mit Goldprägedruck verzieren kann. Und ja, ich habe euch lieb.